Ja, herzlich willkommen. Ganz oft steht bei uns so die Frage im Vordergrund, ob bei Infoabenden oder in einer E-Mail, wo jemand noch genauere Wünsche hat und wissen möchte, was ist denn das für ein Studium hier? Was ist BWL? Das ist so eine typische Kernfrage. Was studiert man eigentlich, wenn man in der BWL, in der Betriebswirtschaftslehre eingeschrieben ist? Und manchmal kommt diese Frage auch von Leuten, die sich für die Immobilienwirtschaft interessieren, weil ja da auch so der Überbegriff Wirtschaft irgendwie im Vordergrund steht und man dann spezifisch nochmal das Thema Immobilie herausgreift. Also auch für beide Gruppen, die sich möglicherweise für ein Studium bei uns interessieren, relevante Frage, was mache ich denn da in dem Studium überhaupt, was lerne ich hier? Und jetzt habe ich sowas mal auf die Wand geworfen, was ich selbst in meinem Studium irgendwann mal kennengelernt habe und was ich auch immer noch ganz gerne selbst im Unterricht verwende, nämlich so eine typische, ja, hier steht es jetzt oben auch drüber, die traditionelle, die funktionsorientierte Sichtweise. Denn egal in welche Firma Sie gucken, der Chef einer Firma, der ist ja letzten Endes für alles verantwortlich. Aber der hat viele verschiedene Aufgaben. Der muss natürlich dafür sorgen, dass der Laden läuft und dass mit dem Laden, ich sage es mal ein bisschen polemisch und umgangssprachlich, Geld verdient wird. Der Herr Porter, einer der Vordenker in der BWL, der hat mal so ein Konzept entworfen und gesagt, es gibt auf der einen Seite sowas wie jetzt Material einkaufen, Maschinen und auch Personal dafür haben. Das hat er dann Beschaffung genannt. In der Mitte stand bei einer Firma dann, damit muss was gemacht werden. Die Maschinen und die Rohstoffe, die müssen irgendwie zusammen. Ne? Da muss Material in die Maschine, sonst wird es kein Auto geben. Und da muss auch ein Mitarbeiter diesen Prozess irgendwie betreuen. Das ist so der mittlere Kern, Beschaffung, Produktion. Und da könnte man sagen, so auf der rechten Seite, hier steht es auch drauf, da gibt es hier so diesen Absatzmarkt. Ne? Da werden Dinge dann verkauft. Und das wäre so ein bisschen die Sichtweise gewesen, ganz traditionelle BWL, in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass man eben weiß, jede Firma muss Dinge haben, beschaffen, diese Dinge verwenden, die Produktion und dann am Ende die Dinge auch verkaufen. Und jetzt würden Sie sagen, Moment mal, jetzt reden wir hier über 2021, wir sind in einem ganz anderen Jahrhundert unterwegs, das hat sich verändert, jetzt gibt es IT-Firmen und so weiter, jawohl. Aber auch da gibt es gewisse Dinge, ich brauche einen Server, ich brauche eine Programmiersprache, ich brauche Programmierer, die das können. Und natürlich ist es jetzt nicht mehr die Stahlschmelze, wo man irgendwelchen Stahl aus Erzen herausgießt und in eine Industriefirma einbaut, sondern heute sind wir in einer IT- und Dienstleistungsgesellschaft, da werden 60% der Umsätze unserer Volkswirtschaft erzielt. Das wäre so der Bereich, dass wir sagen, im Kern ist es halt jetzt anders geworden, was getan wird. Aber noch immer gibt es in jeder Firma, auch bei Non-Profits, die Aufgaben, die zu erledigen sind, damit überhaupt was passiert, damit in der Mitte dann irgendwas organisiert werden kann und damit am Ende dann ja, Produkte und Dienstleistungen verkauft werden können. Die Firma muss irgendwie ihre Mitarbeiter bezahlen, dafür braucht sie Geld. Das wäre so im Wesentlichen jetzt hier diese Grafik. Jetzt gehen wir mal in die Mitte hinein und sehen, das, was ich genannt habe, heißt ganz traditionell in den alten Lehrbüchern Leistungserstellung. Das könnte man sagen, das sind die Prozesse, das sind die Projekte, wie man das ganz modern in vielen Firmen hört. Das heißt, wenn Sie in Ihrem Alltag privat schon ganz viel mit Organisation, mit Projekten und mit anderen Menschen zu tun hatten und gerne das mögen, dann sind Sie richtig in der BWL. Dann wissen Sie, okay, so ein bisschen das Organisationstalent, auch merken, ich habe da andere um mich herum, ich kann mit denen zusammenarbeiten und ich kann am Ende auch sagen, da muss ein Ergebnis dabei rauskommen. In einer Firma halt auch ein Produkt, was man verkaufen kann, aber ein zählbares Ergebnis, dann sind es die Perspektiven, die Sie gut qualifizieren, wo Ihnen die BWL auch Spaß machen wird. Und je nachdem, in welchem Bereich Sie gerne unterwegs sein möchten in der BWL, können Sie sagen, ich spezialisiere mich. Manche Leute, die spezialisieren sich besonders hier, ja, im Materialeinkauf, RHB steht Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Ja, also alles, was eine Firma braucht, um produzieren zu können, das ist diese Ecke hier. Manche spezialisieren sich in dem, was man früher Arbeitsbereich genannt hat. Das würde heute heißen in der BWL Personal. Das ist übrigens auch der Bereich, in dem in den letzten Jahren am meisten geforscht wird und wo die meisten Stellen in der BWL geschaffen werden. Denn der Mensch steht immer weiter im Vordergrund. Gute Teamatmosphäre, gute Arbeitsabläufe und natürlich eben das Zusammenwirken. Das ist ganz wichtig. Gerade jetzt mitten in der Corona-Krise, wo Homeoffice nach vorne kommt, da sind die Leute, die mit Personal organisieren, strukturieren und planen, ganz besonders gefragt. Wie sorge ich denn dafür, wenn alle im Homeoffice sind, dass das Team noch zusammenhält? Wie kann ich denn Meetings machen? Nicht nur über digitale Tools, sondern so, dass wir uns wirklich auch noch verstehen, dass wir uns austauschen können. Das sind alles Aufgaben, wo der Personaler im Moment ganz besonders gefordert ist. Und das nennen wir dann eben so den typischen großen Funktionsbereich der BWL. Aber Personal funktioniert nicht von alleine. Einer muss eine Richtung vorgeben. Auch wenn er nicht alleine entscheidet, muss es jemanden geben, der gewisse Ziele setzt und andere, die ihn unterstützen oder ihm auch sagen, hey Chef, du läufst in die falsche Richtung.
Das wäre dann ein Thema, was Sie hier oben auch schon sehen, dass da ja eben vielleicht auch mal Führung gefragt ist. Steht hier ein bisschen kleiner, als es eigentlich ist. Aber auch wenn Sie sagen, jawohl, ich bin in der Gruppe nicht der, der immer nur den Ton angibt, aber vielleicht auch die anderen mitziehen kann, dann ist vielleicht ein Führungsbereich in der BWL etwas, wo Sie sagen, Mensch, da Führungsaufgaben wahrnehmen, gar nicht schlecht, das könnte für mich spannend sein. Da lasse ich mich durch ein BWL-Studium mal breit ausbilden und spezialisieren. Organisationstalente hatten wir ja schon, so ein bisschen das, was zwischen beidem immer wieder ist. Und dann gibt es noch so viel mehr. Natürlich gibt es da unten auch die Zahlenfächer in der BWL, denn eine Firma, die investiert, manchmal in Humankapital und sie bildet Mitarbeiter weiter. Manchmal geht die Firma aber auch hin und sie kauft sowas, wie Sie hier jetzt sehen, ein Screen oder eine Videokamera oder eine Produktionsmaschine oder einen Geschäftswagen. Das sind alles Entscheidungen, wo Geld gebraucht wird und zwar Entscheidungen, die sehr langfristig aussehen. Da muss man manchmal auch ein bisschen rechnen, da muss man mit Banken verhandeln, da muss man vielleicht auch mal im Controlling gucken, ob alle Zahlen so stimmen, wie man sie vorher mal geplant hat. Und das ist ein sicherlich zweiter großer Kernbereich der BWL. Also wenn Sie eher, sagen wir mal, mit Menschen zu tun haben, dann spezialisieren Sie sich im BWL-Studium ein bisschen stärker in Richtung Personal, in Richtung Führung, in Richtung Organisation. Und wenn Sie sagen, ich brauche alles schwarz auf weiß, ich möchte gerne Ergebnisse in Zahlen sehen, dann ist die Finanzierungs-, die Controllings- und die Rechnungswesenseite eine, in der Sie richtig gut punkten können. Und jetzt merken Sie schon, die BWL ist in Deutschland der größte Studiengang. Ja, da würde man sagen, so zwischen 900.000 und 1 Million Menschen im Jahr studieren BWL. Und daran merken wir, da muss es viele Facetten und Vertiefungen geben. Jeder spezialisiert sich in die Richtung, wo er sich oder sie sich am meisten zu Hause fühlt. Bis hin zu dem vielleicht auch moderner klingenden Bereich der BWL. Ich schreibe ihn hier mal hin. Viele Leute haben eine Vorstellung davon, was hier gemeint ist mit Marketing. Denn jeder hat schon mal Werbung gesehen, ob im Fernsehen oder auf Instagram, ob auf einem Straßenplakat oder irgendwo auf einem Fresszettel in der Straßenbahn. Überall gibt es Marketing-Artefakte, könnte man sagen. Aber Marketing ist so viel mehr. Im Marketing entwickeln Sie Strategien. Sie müssen sich überlegen, welche Preise setze ich für ein Produkt? Mache ich es teuer und biete ein Premium-Produkt an? Oder mache ich es günstig und sage, damit erreiche ich viele Kunden? Das sind strategische Entscheidungen, die hier durchaus zu treffen sind. Es gibt aber auch natürlich die Frage, wie muss denn mein Produkt überhaupt erst aussehen? Die Produkte von Apple, die fühlen sich anders an wie die von Samsung. Und da merkt man doch, okay, da hat jemand entscheiden müssen, was ist richtig. Auch das passiert in einem Marketingbereich, den wir später kennenlernen werden, der Produkt- und Programmmanagement heißt, wo man genauer reingeht, was will der Kunde überhaupt. Und dann schließt sich überhaupt erst die Preisfrage an und dann schließt sich überhaupt erst die Frage an, ob das Plakat oder die Instagram-Werbung rot oder grün sein soll. Das sind die entscheidenden Punkte, die wir da strategisch erfassen. Und Sie merken schon hier, da gibt es einigermaßen was zu tun. Der Kapitalmarkt, das sind die Banken, die uns mit Geld versorgen. Der Staat, der will manchmal auch Steuern haben. Es gibt auch Berufsverbände hier oben, die uns unterstützen, die ein Betriebswirt natürlich auch ein bisschen kennen muss und so ein bisschen die Rahmenbedingungen sozusagen sortiert haben muss. Alles das ist ein ganz, ganz großer, breiter Bereich. Und Sie merken schon, da gibt es einen großen Fächer. Jetzt fragen Sie sich schon, kann ich denn das alles lernen in dem Studium? Naja, da müssen wir so ehrlich sein, in einem Bachelor qualifizieren wir in jedem Bereich ein bisschen. Wir wollen Ihnen einen breiten Überblick geben, damit Sie sich später am Ende des Bachelors oder in einem folgenden Masterstudium vertiefen können, um später da nochmal ein bisschen genauer reinzuschnuppern und zu merken, das habe ich alles einmal kennengelernt, aber Personal ist meine Ecke, da gehe ich rein. Oder Kapitalmarkt. Oder vielleicht dann doch lieber die Führung oder das Marketing, um Ihnen eine breite Ausbildung zu geben, damit Sie überall mitreden können, bilden wir alles aus im Bachelor. Und wenn Sie dann später spezialisieren wollen, dann geht's weiter. Und ich darf vielleicht noch mal so ein bisschen Ausblick geben mit zwei weiteren Folien. So, jetzt mal gucken. Ich gehe da eine Seite weiter. Nämlich, wie man heutzutage BWL sehen würde. Sie sehen eigentlich fast die gleichen Begriffe wie gerade eben, bloß ein bisschen anders sortiert, mit viel mehr Pfeilen drauf. Warum? Naja, die Pfeile, die sind deswegen da, um uns klarzumachen, immer dann, wenn Sie in einer Firma was tun, da sind Sie und da ist jemand anders. Sie haben eine Frage an die Buchhaltung. Sender und Empfänger. Sie sind der Sender der Frage, die Buchhaltung ist der Empfänger. Das heißt, es ist immer eine menschliche Beziehung zwischendrin. Die moderne BWL hat sich viel stärker wegentwickelt vom Rechnungswesen und vom Kalkulieren hinein in das Zwischenmenschliche, ins Optimieren und ins Bessermachen. Und deswegen könnte man die moderne BWL wie so eine Schnittstelle, Sozialwissenschaft sehen. In der modernen BWL der letzten 20 Jahre hat man sich stark darauf spezialisiert, zu optimieren, Personal weiterzuentwickeln, zu gucken, wo sind meine Stärken, wo hat der Mitarbeiter Stärken, wie kann ich ihn fördern. Das sind so die Aufgaben eines modernen Arbeitgebers, die wir auch in der Personalentwicklung eben in dem jeweiligen
Unterrichtsfach machen, um dann zu gucken, wo bringen wir Menschen weiter, wo sorgen wir hier für die richtige Qualifikation. Aber auch Qualitätsmanagement zu betreiben, ist eine wichtige Sache. Das trage ich hier nochmal ein. Denn im Qualitätsmanagement hier oben, da müssen wir überhaupt erstmal überlegen, welche Qualität ist dem Kunden denn wichtig? Was will er denn haben? Und Produktqualität, Prozesse qualitativ auszurichten, das ist immer wichtiger, damit man in der Zukunft auch Digitalisierungselementen standhalten kann. Denn auch die sind ein großer Bereich in dieser Schnittstellenwissenschaft, die wir in Zukunft mit Ihnen gerne im Bachelorstudium angehen möchten. Das sollte nur mal ein kleiner Überblick sein, was Sie in der BWL alles lernen können. Sie merken schon, es ist ganz, ganz viel drin. Wir werden einmal eine breite Basis schaffen und Sie können durch Bachelorarbeit, Studienarbeit und Ihre seminaristischen Arbeiten auswählen, was Sie da lernen wollen. Aber ich glaube, so ein erster Überblick ist geschaffen und unser Team steht Ihnen gern zur Verfügung, wenn Sie weitere Fragen haben, damit wir einfach Ihnen auch alle darüber hinausgehenden Fragen gerne beantworten können. Herzlichen Dank fürs Zuhören und fürs Interesse.